So, dann einen schönen guten Abend. Wir sind heute da, Gentechnik im Essen, Ursache Ihrer Beschwerden. Ja, als allererstes ist natürlich einfach mal zu klären, Gentechnik, wie funktioniert das eigentlich? Und da habe ich hier schon so ein bisschen was aufgebaut. Also das hier soll eine Zelle darstellen, beziehungsweise die Zelle ist hier außenrum, das hier ist der Zellkern und hier haben wir die Gene, respektive in der Gesamtheit nennt sich das dann das Genom. Ja, eigentlich funktioniert Gentechnik ganz einfach. Ihr braucht euch nur ein Gewehr vorstellen mit einem abgesägten Lauf. Und mit dem Gewehr schießen wir jetzt mit Schrot. Wo das Schrot dann da drinnen schlussendlich trifft, das kann ich vorher nie sagen. Das sieht man erst dann, wenn es geklappt hat. So, wie jetzt da ganz genau. Das Gewehr, das sind Viren. Und ich habe hier mal so ein Virus. Also das ist der Virus hier vorne. Jeder Virus hat die Eigenschaft, dass es in die Zelle eindringen kann und dort die Gensequenz verändern kann, damit die Zelle dann das Virusgenom herstellt. Und dann, das ist also wie gesagt dieser Virus mit seiner Transportplattform und auf diese Transportplattform tue ich dann das, was ich will, dass da am Ende eingeschleust wird in das Genom und noch einen Trigger, also ein Kontrollvirus, mit dem ich dann hinten nach feststellen kann, ob das überhaupt geklappt hat mit der gentechnischen Veränderung. So. Und der Virus, der dringt also jetzt hier so in die Zelle ein und der haut dann einfach mal hier so bang dagegen. Dadurch bricht es an irgendeiner Stelle und dann baut sich hier dieses Teil ein, das ich eben da drinnen haben wollte, und das andere kommt wieder da drauf. So. Der Virus, und den bitte ich euch jetzt wirklich im Auge zu behalten, der bleibt ja da. Na? Deswegen hänge ich den jetzt einfach mal hier an, damit wir den wirklich nicht aus dem Auge verlieren. Der bleibt vorhanden. Jetzt habe ich hier also dieses veränderte Genstück und wie man hier schon sieht, ist es total instabil. Das bricht also dann auch wieder leicht. Und da habe ich dann schon wieder den Virus, der ja dann wieder ein anderes Stück aus meinem Genom mitnehmen kann und woanders einbauen kann. Also, in diesen Pflanzen, die gentechnisch verändert sind, ist der Virus nach wie vor vorhanden. Ja? Und ich habe ein instabiles Genom. Und wie funktioniert jetzt das Ganze weiter? Die Folgen von dem Ganzen sind, dass die Abfolge dieser Gensequenz sich verändert. Das sieht man ja jetzt einfach hier, weil ja da die zwei Teile dazwischen sind. So. Jetzt funktioniert es bei uns aber nicht immer so, dass ein Gen dafür zuständig ist, dass bei uns irgendetwas auf irgendeine bestimmte Art und Weise funktioniert, sondern das ist immer eine Abfolge. Wenn ich also eine Erbinformation habe, blaue Augen, dann heißt es nicht in dem Gen, du hast blaue Augen, sondern das heißt einfach, nehme die Information über die Augenfarbe von Gennummer sowieso viel. Zum Beispiel einfach mal 25. Nur als Beispiel. Jetzt habe ich hier irgendwo diese Information und dann zählt der da weiter Gennummer 25. Jetzt habe ich da aber zwei Teile dazwischen. Dann ist 25 nicht mehr da, wo die blauen Augen sind, sondern eben zwei vorher. Ja, und das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Wenn jetzt da an dieser Stelle nur die Information steht, der hat grüne Augen, weil ich hier ja so ein grünes Ding habe, ne? Anstatt blauer. Dann ist nicht viel passiert. Das kann man noch verkraften. Das ist jetzt nicht die Tragödie. Aber was passiert, wenn
an dieser Stelle, die jetzt 25 ist, was ganz anderes steht, nämlich zum Beispiel, dass gar keine Augen angelegt werden, dann gibt es keine Augen mehr. Und dann, was haben wir dann? Pech gehabt oder was? In jedem Fall ist es so, dass in der Zelle die einzelnen Gene immer auf mehrere andere Gene innerhalb des gesamten Genoms zugreifen. Und dieser ganze Ablauf wird gestört. Weil hier unten steht jetzt zwar eigentlich, dass ich blaue Augen haben sollte, der greift jetzt aber hier die Information ab. Und hier steht aber nicht die Information, gehe zu Gen Nummer 6, sondern hier, wie hier stehen würde, sondern hier steht dann, gehe zu Gen Nummer 327. Und was steht dann da? Also die Folgen sind wirklich unabsehbar, wie da eben diese gesamte Genomgeschichte durcheinandergebracht wird. Aus meiner Sicht beweisen das die Untersuchungen, die der Landwirt Gottfried Glöckner durchgeführt hat. Der hat den gentechnisch veränderten Mais BT176 auf seine Zusammensetzungen untersuchen lassen. Da war der Proteingehalt im Mais zwischen 15% und 20% höher als im herkömmlichen Mais. Aber nach ganz vielen weiteren Untersuchungen ist er dann schließlich draufgekommen, dass der Proteingehalt zwar um ein Wesentliches höher war, aber, und das ist jetzt ganz entscheidend, der Anteil der Aminosäuren in diesem Mais war um 19% geringer als im konventionellen Mais. Das heißt, ich habe also eine komplett andere Zusammenstellung. Dafür ist aber dann im Silomais das Botulinustoxin gefunden worden, und zwar in ganz erheblicher Menge. Und dieses Gift ist dann eben auch in Blut und in den Lymphknoten von den Kühen nachgewiesen worden. Da komme ich später nochmal drauf. Da gibt es dann noch ein bisschen ausführlicher. So, warum stellen die Firmen jetzt GVOs her, also gentechnisch veränderte Organismen? Das ist eigentlich ganz einfach. Profit, Profit, Profit. Es ist das berechtigte Interesse von jedem Konzern, Profit zu machen. Nur, der Konzern ist in Bezug auf den einzelnen Mitarbeiter strohdumm. Und zwar, weil der Konzern nur auf das Wohlergehen des Gesamtkonzernes achtet, nicht aber auf das Wohlergehen des einzelnen Mitarbeiters oder des Einzelnen, der dann noch drumherum geht. Das ist immer so. Das ist einfach ein Gesetz, ein Naturgesetz, dass grundsätzlich, wenn mehrere Einheiten sich zu einer großen Einheit zusammenfassen, dann ist die übergeordnete Zentrale strohdumm im Vergleich zum Einzelnen. Ganz gutes Beispiel dafür ist unser Körper. Die einzelne Zelle, die hier unten sitzt zum Beispiel, die weiß ganz genau, was gut für sie ist. Für die Schaltzentrale hier oben, unser Gehirn, ist es aber vollkommen irrelevant, was für die Zelle hier unten gut ist. Das Gehirn gibt sich selbst am meisten, weil das Gehirn ja sagt, ich muss funktionieren, damit alles andere überhaupt funktionieren kann. So, und schaltet dann in Zeiten des Mangels einfach die einzelne Zelle hier unten ab, weil die ist ja unwichtig. Diese einzelne kleine Zelle hier unten ist unwichtig. So, was passiert dann? Wenn jetzt so ein Mangelzustand einfach zu lange dauert, dann begehrt diese Zelle hier unten auf und die entartet dann krebsig. Weil die Zelle eben auch ihren Überlebenswillen hat und für das Ganze nicht mehr arbeiten kann, sondern untergehen würde, wenn sie weiter fürs Ganze arbeitet. Und dann entartet die. So, im Endeffekt tut sich also der Körper sein eigenes Grab schaufeln, indem er diese einzelne Zelle abschaltet, und damit ist hier die Schaltzentrale strohdumm im Vergleich zu der einzelnen Zelle. Und genauso ist es im Konzern.
Genauso funktioniert jeder Staat und genauso funktioniert jeder einzelne Konzern. Ja, wenn wir jetzt von Gentechnik sprechen, taucht natürlich immer wieder die Firma Monsanto auf. Zur Firma Monsanto möchte ich ein bisschen was erzählen, weil Monsanto wirklich im Bereich Gentechnik extrem wichtig ist. Und anhand von ein oder zwei Beispielen will ich euch auch erklären, wie eben dieser Konzern tickt, um das auch nochmal ein bisschen genauer darzulegen. Monsanto ist 1901 gegründet worden und war eines der größten Chemieunternehmen weltweit. Die haben zum Beispiel hergestellt ein Pflanzengift, und zwar ein sehr stark dioxinhaltiges, das 2,4,5-T. Dioxin ist das altbekannte Seveso-Gift. Und dieses Pflanzengift, dieses 2,4,5-T, das ist auch einer der Ausgangsstoffe für das Agent Orange. Mit dem ist die Entlaubung in Vietnam gemacht worden, damals im Krieg. Dann haben sie hergestellt DDT, mittlerweile auch verboten. Sie haben hergestellt Aspartam. Aspartam ist ein Süßstoff, über den ich im Übrigen in meinem Buch ADS, ADHS auch sehr ausführlich berichte. Das ist ein Nervengift und ist bis Mitte der 1970er Jahre von der CIA als probates Mittel für die biochemische Kampfführung eingesetzt worden bzw. vorgesehen gewesen. Aspartam steht im Verdacht, Alzheimer auszulösen. Er verursacht Konzentrationsstörungen, Fibromyalgie und viele, viele Dinge weiter, auf die ich jetzt hier im Bereich Gentechnik gar nicht unbedingt eingehen will. Aber wie gesagt, ein Hauptprodukt der Firma Monsanto. Dann haben sie auch hergestellt Wachstumshormone für Kühe. Die sind wegen des Gesundheitsrisikos in der EU verboten. Und sie waren Hersteller von den PCBs. Die Chemiesparte ist mittlerweile ausgelagert worden und sie sind jetzt ein landwirtschaftliches Unternehmen. Monsanto selbst schreibt auf seiner Internetseite über sich selbst, sie sind ein, ich zitiere, landwirtschaftliches Unternehmen, das den Bauern dabei hilft, gesündere Lebensmittel zu produzieren und dabei die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt zu reduzieren. Das sagt Monsanto. Ja, ich habe jetzt natürlich dieses Beispiel der PCBs nochmal ein bisschen aufgegriffen, einfach deswegen, obwohl es ja mittlerweile ausgelagert ist in die Firma Solutia, weil es wirklich so haargenau aufzeigt, wie dieser Konzern und im Übrigen alle anderen Konzerne, die es weltweit gibt, tickt. Es gibt in den USA eine Stadt, die heißt Anniston, die ist in Alabama und diese Stadt ist verseucht mit PCBs. Die haben dort extrem viele Krebskranke und zwar auch sehr junge Leute, die krebskrank sind. Und dazu gibt es ein Urteil, ein Gerichtsurteil, dass Monsanto, respektive jetzt ist es ja die Solutia, 700 Millionen Dollar Entschädigung zahlen musste. Und zwar ist Folgendes rausgekommen. Monsanto wusste seit 1937 aus Tierversuchen, dass PCBs hochgiftig sind. Das ist schwere Leberschäden verursacht, Chlorakne und bis zum Tod führt. Teile? Ja. PCBs. Das ist die Abkürzung von einem fürchterlich langen Chemienamen, den sich kein Mensch merken kann. Also diese PCBs, die sind einfach sehr, sehr giftig. Das ist also die chemische Bezeichnung von diesen Stoffen. Ja, Teile von diesen PCBs, die zählen eben zu den Dioxinen. Und Dioxine, habe ich gerade vorher schon erwähnt, sind das altbekannte Seveso-Gift.
Wer sich an die Zeit mit Seveso noch erinnern kann, das war eine heiße Zeit. Da kochte wirklich viel, viel hoch, weil in Seveso diese Fabrik hochgegangen ist und dann eben alles dioxinverseucht war. Und Anniston ist eben deswegen mit PCBs verseucht, weil Monsanto dort seine Fabrik hatte. Ne? Ja, der Firmenchef der Firma Solutia sagt wörtlich, im Januar 2002, ich möchte noch mal darauf hinweisen, seit 1937 wussten die aus ihren eigenen Versuchen, dass es hochgiftig ist. Im Januar 2002 sagt dieser Firmenchef noch, es gibt keine konsistenten und überzeugenden Beweise, dass PCBs langfristige Gesundheitsschäden verursachen. Ja, PCBs sind in den USA seit 1977 verboten, in der EU sind sie seit 1987 verboten. Also seit 1937 haben sie es geschafft, das Ganze so unter der Decke zu halten, dass da kein Verbot ausgesprochen worden ist. Ja? Bin ich da richtig informiert, dass Monsanto kurz vor Kippen war und hat sich dann auf die Gentechnik gestürzt? Wieder mit einem ganzen Rechtsanwaltsapparat Ja. und haben damit dann alle anderen klein gemacht. Richtig, genau. Ganz genau, so ist es gelaufen. Da sind einige von den sehr erträglichen Patenten ausgelaufen und dann hat es jeder nachmachen können. Und das war eben dann auch der Grund, weshalb die angefangen haben, sich auf die Gentechnik zu versteifen. Ihre Chemiesparte ausgelagert haben in eine andere Firma, gehört natürlich immer noch zum selben Konzern und deswegen sind sie heute die Saubermänner der Nation. Weshalb spreche ich jetzt immer wieder von Monsanto? Monsanto hält 90% aller Gentechnikpatente. Dabei gibt es zwei große Gruppen von gentechnisch veränderten Organismen, GVO. Und zwar die erste, die bilden ein Insektengift. Zum Beispiel ist das ein BT-Mais, der hat ein Gen von einem Bacillus thuringiensis gegen den Maiszüngler eingesetzt bekommen und bildet da eben ein Gift, dass der Maiszüngler verscheucht wird bzw. stirbt. Die zweite große Gruppe, die sind resistent gegen bestimmte Pflanzenschutzmittel. Zum Beispiel das Roundup von Monsanto und da gibt es eben dazu die passenden Roundup-Ready-Sorten. Die sind eben gegen dieses Roundup resistent. Wobei auch bei Roundup vor kurzem das Patent ausgelaufen ist und es jetzt da schon Nachahmerprodukte gibt. Ja, die erste Gruppe mit dem Insektengift. Da stoße ich jetzt für mich auch wieder auf eine ganz interessante Geschichte. Im Jahr 2000 haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass der Bacillus thuringiensis, der Bacillus anthracis, das ist der Erreger des Milzbrands, und der Bacillus cereus Variationen von einer einzigen Spezies sind. Ich finde das nur echt interessant. Ich habe hier nämlich einen Pschyrembel, das ist das. Das ist eigentlich das maßgebliche medizinische Fachbuch aus dem Jahr 1977. Und hier steht das auch schon drinnen, dass das Variationen einer einzigen Spezies sind. Und da stehen auch noch ein paar mehr von diesen Keimen, die eben zu diesen Variationen da dazugehören. Steht also hier schon drinnen. Ist auch eine Geschichte, wo mich in dem Moment, wo ich diesen Bericht gelesen habe, sehr verwundert hat, weil ich habe das in meinem Studium bereits gelernt, dass das einfach nur Variationen von ein und derselben Spezies sind. Ja, alle drei bilden ein Toxin und dieses Toxin
kann bei Menschen laut offizieller Literatur erhebliche Durchfälle bis zum Tod auslösen. Auch das verwundert mich, dass das also jetzt erst alles so bekannt wird, weil wenn ich hier nachlese, wiederum in meinem schönen alten Pschyrembel von 1977, da steht nämlich über Milzbrand, Anthrax schon drinnen, dass das eine auf den Menschen übertragbare, anzeigepflichtige Bazillenkrankheit von Rind, Schaf, Schwein, Pferd ist und die beginnt an der Infektionsstelle mit einer kleinen Hautwunde, die nach 1 bis 3 Tagen Inkubation mit Bildung eines Bläschens, Pustula maligna, beginnt. Ihr folgt ein Karbunkel, ein Milzbrandkarbunkel, woran sich ein entzündliches Ödem oder eine Eiterung anschließt, die stets von Fieber und Schwellung der nächstgelegenen Lymphknoten begleitet wird. Und dieser Prozess kann lokal bleiben, aber auch in wenigen Tagen zum Tode führen. Steht also auch hier schon drin. Das ist jetzt ein wörtliches Zitat gewesen. Ja, das Toxin bei den Kühen, von dem ich vorher schon so ganz kurz mal angerissen habe, das ist als Botulinustoxin identifiziert worden. Und aufgrund dessen, dass eben diese Keime Bacillus thuringiensis, Bacillus anthracis und Bacillus cereus dieses Botulinustoxin ausbilden können. Wie gesagt, nicht jeder Stamm bildet das Toxin aus, aber sie können es ausbilden, ist der Bacillus cereus als Probiotikum beim Tierfutter von der EU verboten worden, wegen dem potenziellen Risiko für den Verbraucher. Jetzt kommen wir zu den nächsten. Botulinustoxine, das sind neurotoxische Toxine, also Eiweißkörper, die ein Nervengift sind. Neurotoxisch für das Gehirn, also für die Nerven, giftig. Und die werden auch als chemische Kampfstoffe für den Militärs eingesetzt. Und diese Nervengifte, die verursachen Lähmungen der Muskulatur bis hin zum Atemstillstand. Tolle Sache. Offiziell wird das natürlich absolut totgeschwiegen. Im Übrigen in der neueren Literatur, hier finde ich diese ganzen Angaben immer noch drinnen, in meinem schönen alten Pschyrembel, den ich also heiß und innig liebe, weil in den neueren Pschyrembel steht solche Informationen gar nicht mehr drinnen. In der neueren Literatur fehlt tatsächlich jegliche Angabe darüber, dass Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus und Bacillus anthracis Botulinustoxine bilden können. Und nicht nur, wie in der neueren Literatur steht, das Clostridium perfringens, das ist der klassische Botulinuskeim, den man eben auch kennt. Ja, Folge des Ganzen ist, dass wir seit 11 Jahren eine Zunahme haben von chronischem Botulismus in Norddeutschland. Da sind mittlerweile ganze Herden ausgerottet worden. Im Februar 2012 gab es dann einen neuen Fall aus Bayern. Man sieht also, das wandert hier runter zu uns in den Süden. Und zwar bei einem Biobauern in einer Hirschherde. Das bleibt also nicht bei den Kühen, die das Zeug futtern müssen, sondern es geht eben auch weiter. Und diese Tiere haben bestimmt kein gentechnisch verändertes Futter bekommen, weil Hirschen sowas gar nicht fressen und das ja noch dazu ein Biobauer war. Das ist eine Information aus der Sendung Exakt aus dem MDR vom 29.02.2012. Ja? Und das Gras, das da gewachsen ist, nachher von den Hirschen wieder gefressen.
In diesem Fall nicht, weil es da, das ist aus Bayern und nicht aus Norddeutschland, und auf dieser Weide waren noch nie Kühe gestanden. Und das ist einfach ein Biobauer, der diese Hirschherde gehalten hat. Entschuldigung, ja. Ich habe also gedacht, es wäre dann auf Kühe übertragen worden in Bayern und dass es dadurch dann an die Nee. Kühe kam. Nee, auf dieser Weide, die dieser Biobauer da genutzt hat für seine Hirsche, sind noch nie Kühe gestanden. Also das ist absolut auszuschließen, diese Variante. Ja, die Tatsache, dass es sich beim Botulinustoxin um Proteine handelt, das erklärt aus meiner Sicht jetzt wiederum den Anstieg des Proteingehalts im BT-Mais, was ich vorher schon erwähnt habe, von 15 bis 20% aus den Untersuchungen, die der Gottfried Glöckner in Auftrag gegeben hat. Da kann sich im Übrigen jeder nochmal ganz genau informieren über diese komplette Geschichte. Die steht im Internet unter dem Titel Der Genmais und das große Rindersterben. Ist es, wie gesagt, im Internet veröffentlicht. So, dann gehen wir zur zweiten Gruppe der gentechnisch veränderten Organismen. Das sind diejenigen, die gegen bestimmte Pflanzenschutzmittel resistent sind. Und zwar habe ich mir da einfach das Beispiel Roundup auch rausgenommen, weil Monsanto einfach 90% der gentechnischen Patente hält. Und Roundup ist ein Produkt von Monsanto. Roundup ist ein Glyphosat, das die Bildung der Aminosäuren Phenylalanin, Tryptophan und Tyrosin verhindert. Und das bedeutet, es vernichtet alle Pflanzen, aber nicht nur alle Pflanzen, sondern auch Tiere und Menschen, weil diese drei Aminosäuren jedes Lebewesen braucht. Phenylalanin ist eine essentielle Aminosäure, die wir also mit unserer Nahrung aufnehmen müssen, weil wir sie selbst nicht herstellen können. Sie kommt vor in Soja. Soja bekannterweise eins der am häufigsten veränderten Organismen. Sie kommt vor in Gemüse, in Fleisch, in Milch und Milchprodukten. Auch da bitte ein Augenmerk drauf. Es ist beteiligt, das Phenylalanin. Alanin ist beteiligt an der Synthese von Adrenalin und Noradrenalin, beides ganz, ganz wichtige Hormone. Und es ist der Ausgangsstoff auch für Dopamin und Serotonin. Dopamin und Serotonin sind Neurotransmitter, also Botenstoffe im Gehirn. Und sie werden als Glückshormone bezeichnet. Und dadurch ist eben das Phenylalanin auch ein natürliches Antidepressivum. Und das haben wir dann nicht mehr. Weil wenn ich das Zeug esse, ist natürlich Phenylalanin auch nicht drinnen, weil es ja in der Pflanze nicht aufgebaut worden ist. Und ich habe es damit nicht im Körper oder zumindest nur vermindert im Körper. Die zweite Aminosäure ist das Tryptophan. Auch das ist eine essentielle Aminosäure. Wiederum eine, die wir nicht selbst bilden können. Die müssen wir mit unserer Ernährung aufnehmen. Tryptophan kommt vor in Milch und Milchprodukten, in Eiern und auch in Erbsen und Kartoffeln. Und beide werden mittlerweile ganz häufig gentechnisch verändert. Das Tryptophan ist eine Vorstufe des Serotonins, wie ich gerade gesagt habe, eines der Glückshormone. Auf diesem Serotoningehalt basiert die glücklich machende Wirkung von Schokolade und auch die schlaffördernde Wirkung der Milch. Und auch das Tryptophan ist ein natürliches Antidepressivum. Das heißt, wir haben schon zwei natürliche Antidepressiva nicht mehr in unserer Ernährung, wenn die gentechnisch verändert wird. Die dritte Aminosäure ist das Tyrosin. Das Tyrosin ist eine Aminosäure, die aus Phenylalanin, die ja auch bei diesen dreien dabei ist, gebildet wird. Das heißt, mir fehlt jetzt auch noch der Ausgangsstoff für die dritte Aminosäure, die unterdrückt wird.
das ist ja schon wieder ein Kreislauf, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Ne? Ich habe den Ausgangsstoff nicht, der ist sowieso schon zu wenig. Dann kann ich die nächste Aminosäure nicht bilden daraus. Und die wird in der Pflanze auch unterdrückt. Und damit kommen die Aminosäuren überhaupt nicht zu mir, weil dann habe ich auch einen Tyrosinmangel. Und den habe ich dann von zwei Seiten her, weil ich das Phenylalanin nicht habe und das Tyrosin nicht habe. Ne? Das ist also eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Das Tyrosin ist Ausgangsstoff ebenfalls fürs Adrenalin und fürs Noradrenalin, wie eben auch das Phenylalanin. Und es ist auch Ausgangsstoff für T3, T4. Das sind ganz, ganz wichtige Schilddrüsenhormone, die wir dann zu wenig haben. In der Folge kommt es zur Entgleisung von Schilddrüsengeschichten. Und wir sehen, also ich sehe seit vielen Jahren einen starken Anstieg von Schilddrüsenerkrankungen. Ist natürlich nicht der einzige Grund, muss ich auch dazu sagen, aber es ist eine Ursache. Und auch das Tyrosin ist ein natürliches Antidepressivum. Wie gesagt, die Katze beißt sich hier mehrfach in den Schwanz. Das Glyphosat wird von den Pflanzen kaum abgebaut, aber laut Monsanto von Säugetieren und Menschen unverändert ausgeschieden. Und deshalb ist das Glyphosat auch bereits im Urin drin. Ja, genau. Das war vor kurzem mal eine Pressemitteilung. Ja, natürlich. So, von wegen unverändert ausgeschieden, das glaubt wer will. Ich glaube Monsanto noch nicht mal so weit von hier bis da, wo ich sie noch sehen kann. Aber gut, das ist jedem seine eigene Sache. Eine schwedische Studie sagt aber, dass durch das Glyphosat das Krebsrisiko erhöht wird. Andere Studien sagen, dass die Progesteronproduktion beeinflusst wird und dass das Glyphosat als endokriner Disruptor wirkt. Disruptor, Unterbrecher, endokrin, die Hormone, die Hormonkreisläufe im Menschen unterbrechend. So, was passiert? Ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich permanent von außen irgendetwas zuführe, was die internen Regelkreisläufe des Körpers beeinflusst und einschränkt. Irgendwann brechen die Regelkreisläufe, die sehr fein aufeinander abgestimmt sind, zusammen. Und das muss nicht ursächlich jetzt genau an der Stelle sein, wo eben das Glyphosat einsetzt. Nein, das kann an ganz anderer Stelle sein. Das kann eben, wie gesagt, bei der Schilddrüse sein, weil da das Tyrosin mit in der Bildung von T3, T4 drinnen ist. Das kann aber auch an wirklich ganz anderen Stellen sein, weil das eine wird immer vom anderen abgepuffert. Jedes einzelne Hormon, jeder einzelne Botenstoff bei uns im Körper hat nicht nur die Wirkungen, die von der Wissenschaft heute schon bewiesen sind. Die haben immer ganz, ganz vielfältige Wirkweisen. Deswegen weiß ich nie, wenn ich hier eine Stellschraube stelle, was da hinten passiert. Das kann ich nicht sehen. Das weiß die Wissenschaft heute noch nicht. Ich habe immer einen Vergleich, wenn alles, was die Hormone und Botenstoffe bei uns im Körper bewirken, eine Strecke ist von einem Meter, dann hat die Wissenschaft heute noch nicht mal einen Millimeter davon erforscht. Noch lange nicht einen Millimeter von einem Meter. Und deswegen halte ich persönlich immer für sehr vermessen, dann bei solchen Dingen von Haus aus zu sagen, da kann nichts passieren. Aber gut. 2007 sind weltweit ungefähr 100 Millionen Hektar GVOs angebaut worden. 100 Millionen Hektar. Ich glaube, das kann sich kein Mensch vorstellen, was für eine Fläche das ist. Davon waren 70% Roundup ready, also mit diesem Glyphosat verseucht. Was mir ja nicht nur die Aminosäuren
wegnimmt, die ich brauche, sondern gleichzeitig noch das Glyphosat, das eben hochgiftig ist für uns Menschen, zusätzlich mit reinbringt, weil das bleibt ja im Produkt. 30% waren GVOs, die irgendein Insektengift selbst gebildet haben aufgrund von einem eingepflanzten Gen. 90% der Gesamtmenge waren von Monsanto. Ja, zum genaueren Verständnis will ich jetzt nochmal kurz erläutern, wie der Ablauf war, dass diese Gentechnik überhaupt, also diese grüne Gentechnik überhaupt so in Gang gekommen ist. Der erste Schritt, den die Konzerne geschafft haben, war, dass das Patentrecht geändert worden ist. Früher konnte man Pflanzen nicht patentieren lassen. Heute geht es. Nach dieser Änderung kann man also Pflanzen patentieren lassen. Und das war wirklich ein genialer Schritt der Konzerne. Sie haben eins gemacht, dass wenn in Indien eine Pflanze natürlich wächst und irgendjemand die nach USA oder EU importiert, dann gilt er in der USA und in EU als Erfinder dieser Pflanze. So, und als Erfinder dieser Pflanze wird das Ganze dann patentiert. Das war ja soweit, ich sag mal, noch harmlos. Aber das hat natürlich der Gentechnik-Patentierung die Tür und Tor geöffnet. Und was ist aber die Folge davon, dass ich als Erfinder von irgendeiner Pflanze, die in Indien ganz natürlich wächst, hier patentiert bin? Ich kann im Nachgang auf jedes Produkt, wo irgendetwas von dieser Pflanze drin ist, was eingeführt wird in die USA oder in die EU, Lizenzgebühr verlangen. Das ist die Geldmaschine zum Gelddrucken. Ne? Ja, und im Nachgang natürlich dann für die Gentechnik, weil da war die Gentechnik dann überhaupt erst interessant, weil ich es dadurch patentieren habe lassen können. Der zweite entscheidende Schritt war, 1992 hat Bush Senior eine Exekutivanordnung herausgebracht. Und nach dieser Exekutivanordnung sind GVO substanziell gleichwertig gegenüber der natürlichen Pflanze. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen einer gentechnisch veränderten Pflanze. Ich zeige nur noch mal auf mein Zellmodell. Sie ist absolut gleich, ne? Wir sehen es. Gegenüber der natürlichen Pflanze. Es gibt keinen Unterschied. So. Und das wiederum heißt, es war ein absoluter Geniestreich. Er hat vorbei am Parlament, an sämtlichen Gremien, an allem vorbei, nur mit seiner Unterschrift, ohne jegliche Zustimmung von außen, bestimmt, dass die GVOs das Gleiche sind wie die natürliche Pflanze. Eine Unterschrift. Es hat kein Parlament abgestimmt, es hat kein Gremium irgendwas gemacht, es sind keine Tests gemacht worden, gar nichts. In dieser Exekutivanordnung hat er gleichzeitig jegliche Tests verboten bezüglich einer möglichen Gefahr von diesen GVOs. Verboten. Weil es ist ja logisch, dass, wenn das substanziell gleichwertig ist, also sprich exakt das Gleiche wie das Natürliche, dann kann davon keine Gefahr ausgehen und dann darf man auch keine Tests machen, ob da vielleicht doch eine Gefahr ausgeht. Das ist in den USA nach wie vor verboten. So eine Exekutivanordnung eines Präsidenten der USA bedeutet für die USA ungefähr das, was eine Enzyklika des Papstes für einen gläubigen Katholiken darstellt. Es ist ein Gesetz. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich das mal so als Frage dazwischen geben kann. Kann es denn sein, dass er von einer bestimmten, ich nenne es jetzt mal Elitegruppe,
dahingehend manipuliert wurde. Weil ich traue es dem gar nicht zu. Also ich sage jetzt einfach, ich habe jetzt auch wieder Mühe, mit diesen vielen, vielen Wörtern klarzukommen, weil teilweise ist das für mich richtiges Neuland, weil es mich einfach bisher nicht so interessiert hat. Aber ich mag doch bezweifeln, dass er so im Detailliert da durchblickt und das eigene Wissen hat. Ne? Absolut. Okay. Absolut. Einen Satz bitte noch und dann kommt nämlich die Auflösung des Ganzen. Ja. Und als drittes ist in dieser Anordnung ein Verbot erlassen worden von gentechnikfreier Nahrung. Also es darf in den USA auch nicht gekennzeichnet werden, da ist keine Gentechnik drinnen. Das ist verboten worden. So, und wie du schon so schön gesagt hast, großes Rätselraten, wer waren die Berater von Bush Senior? Monsanto. Monsanto. Und man weiß ja auch, dass die Mitarbeiter von Monsanto gelegentlich in der Regierung sind, beziehungsweise von der Regierung rübergezogen werden zu Monsanto. Ja. Ja, genau. Genau so ist es. Ja, also in den USA sind wir an dem Punkt, wo Nahrungsmittel im großen Stil gentechnisch verändert sind. Es kann keiner mehr sagen, wo keine Gentechnik drin ist, weil sie dürfen es ja noch nicht mal kennzeichnen. Im gleichen Zeitraum gibt es aber einen ganz massiven Anstieg von Allergien und anderen ganz merkwürdigen Krankheiten. Und da habe ich ein Beispiel dabei. Ich habe jetzt nur ein Foto dabei, weil das leider sehr schlecht ist, kann ich es auch nicht an die Wand werfen. Ich habe mir jetzt gedacht, ich zeige das einfach mal. Das ist die sogenannte Morgellonsche Krankheit. Das ist ein ganz klitzekleiner Hautausschnitt, also wirklich mikroskopisch klein. Auf der Haut entstehen Läsionen, ganz kleine Läsionen, offene Wunden. Und aus diesen Wunden kommen dann solche Fäden raus. Hier. Ist es zu sehen? So sieht sowas aus. Also ich finde das ein bisschen gruselig, aber gut. Und da habe ich jetzt ein Zitat aus einem Nachrichtensender in Oregon. Da gab es eine Sendung über diese Morgellonsche Krankheit und da berichtet eine Dr. Trotta, das ist eine Hausärztin. Die arbeitsunfähige Hausärztin hatte das Gefühl, als ob Käfer unter ihrer Haut herumkrabbelten. Wenn ich Leuten erzähle, was mir medizinisch widerfahren ist, dann meinen die, sie seien im Nirgendwo, sagte Dr. Trotta. Sie erwachte mit dem Gefühl, direkt unter der Haut bewege sich Flüssigkeit. Oft quollen feine, schwarze oder blaue Haare aus ihrer Haut. Ja, das sind diese Fäden, die ich hier gerade gezeigt habe. Ne? Ich dachte, ich sei mit Asbest in Berührung gekommen. Ich dachte, Asbestfasern kämen aus meiner Haut. Ich habe lange, dünne, haarähnliche Fasern herausgezogen, die extrem scharf waren und buchstäblich meine Fingernägel durchstechen konnten. So diese Dr. Trotta. Ja. Finde ich ein bisschen gruselig, aber gut. Also ein erster Fall von dieser Morgellonschen Krankheit ist 2001 bestätigt worden. Das ist natürlich als allererstes mal als Schwindel oder als Hypochondrie abgetan worden. Als nächstes haben die Ärzte dann gemeint, es wären Parasiten, aber sämtliche Parasitenmittel waren unwirksam. Der nächste Schritt war dann der, dass die Psychologen auf den Trip gekommen sind. Die haben dann sofort eine neue Störung entdeckt. Und diese Störung haben sie dann gleich mit Parasitenwahn bezeichnet. Ja, dann hat aber ein Pharmakologe Fasern von mehreren Patienten untersucht und hat festgestellt, dass diese Fasern sich ganz verblüffend ähnlich sehen und dass sie nicht natürlicher Herkunft wären.
Daraufhin ist initiiert worden, dass die Polizei das Ganze untersucht hat. Die haben ja doch noch ein paar Methoden mehr. Und die haben dann festgestellt, dass es weder Teppichfasern noch Textilfasern sind. Und dann schlussendlich ist das Ganze auf Initiative dieses Pharmakologen noch gentechnisch untersucht worden. Und da ist ein Ergebnis rausgekommen. Diese Fasern stammen aus Agrobakterien, also in der Landwirtschaft eingesetzten Bakterien, die kommerziell eingesetzt werden in der Herstellung von gentechnisch veränderten Organismen. Diese kleine Untersuchung wird aber nach wie vor totgeschwiegen. Die Patienten werden immer noch als psychisch Kranke diffamiert und die Ärzte werden nicht über die Zusammenhänge informiert. Mittlerweile ist in den USA Morgellons als Krankheit anerkannt worden und im Jahr 2012 sind bereits 5 Millionen Fälle registriert worden. 2001 war der erste Fall. 2012 5 Millionen Fälle. Der arme Mensch ist abgesetzt worden, soweit ich informiert bin. Aber so geht es ja immer. Im Übrigen gibt es auch in Deutschland schon einzelne Fälle, obwohl wir ja dieses tolle Gesetz haben, dass das alles gekennzeichnet werden muss. In der Nähe von Rosenheim hat sich zum Beispiel eine 55-jährige Frau in 500 Meter Höhe aus einem Freiluftballon gestürzt, weil sie die Schmerzen nicht mehr ertragen konnte. Von diesem Symptom. Und sie ist ja auch als... Das ist, ja, das ist aber vollkommen normal. Das ist einfach immer die Geschichte. Ne? Das ist ja das, was ich in meinem Buch zum Beispiel auch schreibe, über ADS, ADHS, dass eben da nur die Psyche angeguckt wird, aber nicht geguckt wird, dass das auf der einen Seite teilweise ganz natürliche Geschichten sind und auf der anderen Seite ganz massiv zusammenhängt mit den Vergiftungen aus unserer Ernährung. In meinem Buch ADS, ADHS, die Ursache, habe ich auch ein großes Kapitel über Gentechnik, weil auch das eine ganz große Rolle da dabei spielt. Gut. Ja, von diesen absolut unerträglichen Schmerzen berichten wirklich alle Patienten und die werden eben in der Regel erstmal als psychisch Kranke eingestuft, wie ich es gerade schon gesagt habe, weil die Ärzte einfach noch nie von der Krankheit gehört haben. Und offiziell stehen die Wissenschaftler nach wie vor einem Rätsel und Medikamente gibt es nicht. Ja, wie war jetzt das Ganze mit dieser Gentechnik? Wie hat sich denn das so überhaupt entwickelt? Studientechnisch und so weiter. 2004 gibt es den Fall von Gottfried Glöckner. Der Gottfried Glöckner war 1997 der erste Gentechnikbauer im deutschsprachigen Raum. Und der hat den BT-Mais 176 angebaut. Am 13.12.2004 sagt er in einem Interview: Heute lasse ich meine letzten Milchkühe abholen. Was sich hier abgespielt hat, kann sich keiner vorstellen. Ich konnte das auch nicht. Es waren am Anfang mal 70 Milchkühe. Der Gottfried Glöckner war am Anfang sehr überzeugt von der Gentechnik als eine innovative Geschichte. Er ist im Übrigen ein Diplom-Landwirt, das heißt, er hat Landwirtschaft studiert, ist also jetzt nicht irgendeiner, der es nur so sich angeeignet hat. Und er hat versprochen, seine Ergebnisse zu 100% zu veröffentlichen, was er 2003 dann auch gemacht hat. Und zwar in einer Sendung bei Report Mainz.
Die Sache ist also wirklich eine ganze Zeit lang gut gegangen, aber nach 2,5 Jahren, merkt euch bitte die Zahl, 2,5 Jahre, hat der Spaß dann so richtig angefangen. Die Tiere sind, auf Deutsch gesagt, elendiglich krepiert. Anders kann ich das wirklich nicht nennen. Da sind zum Beispiel die Euter aus den Tieren rausgebrochen, so richtig rausgefallen, und die Tiere sind dran verblutet. Die Kühe haben Schwanzwurzellähmungen gehabt, also eine Muskellähmung, ne, sodass sie nicht einmal mehr zum Urinieren oder zum Koten den Schwanz anheben haben können. Sie haben massivste Durchfälle gehabt und eine ganze Reihe anderer vollkommen unerklärlicher Krankheiten. So, was habe ich aber hier gerade vorher beim Milzbrand gelesen? Ich habe es vorgelesen. Es sind Durchfälle, die bis zum Tod führen. Es sind vom Toxin her Muskellähmungen bis zum Atemstillstand. Und die Schwanzwurzel ist auch ein Muskel. Also diese Dinge passen aus meiner Sicht zu 100% zum Botulinustoxin. Die Erklärung von Syngenta, die Firma, die die GVOs geliefert hatte, der Glöckner hat die Tiere falsch gefüttert und sie weisen im Nachgang sämtliche Schuld, aber schon meilenweit von sich. Syngenta lässt die Bauern einfach im Regen stehen. Ja, der Gottfried Glöckner hat aber nicht aufgegeben. Der hat umfangreiche Proben machen lassen und alles testen lassen. Wie gesagt, genauer kann das jeder im Internet nachlesen. Wenn man eingibt, der Genmais und das große Rindersterben, dann findet man die ganze Geschichte. Ja, alle Tests, die von Syngenta gemacht worden sind, die fallen so aus, dass der GVO-Mais vollkommen normal und ungefährlich ist. Die unabhängigen Tests, die der Glöckner machen hat lassen, die sagen aber genau das Gegenteil. Und ich will jetzt nochmal erwähnen, er ist Diplomlandwirt, er hat das Ganze also studiert. Es ist nicht irgendein Dummer. Ja, 2008 gibt es dann eine weitere Studie, eine bayerische Studie über Mohn 810. Das ist auch von Monsanto ein Mais, der eben auch dieses Gift produziert. In dieser Studie ist kein Unterschied festgestellt worden zwischen GVO und nicht GVO gefütterten Tieren. Aber diese Studie hat erstens Monsanto bezahlt, zweitens hat Monsanto bestimmt, welche Kühe innerhalb der Studie ersetzt worden sind und welche nicht. Und es hat die Dauer der Studie bestimmt. 50% der GVO-gefütterten Kühe sind im Laufe der Studie ersetzt worden. Und die Studie hat 25 Monate gedauert. Wie war das beim Glöckner noch gleich? Nach 2,5 Jahren hat es angefangen. Nur mal zur Erinnerung. Ja. Mit dieser Studie haben sie dann Werbung machen wollen in Deutschland für diesen Mohn 810. Bloß da kam dann, ich sage mal, eine kleine Geschichte dazwischen. Ein paar Tage nachdem also dieses Studienergebnis ganz groß publiziert worden ist, kam die Meldung, dass Mohn 810 eine katastrophale Missernte in Südafrika verursacht hat. Und zwar sind dort die Stängel ganz wunderschön grün gewachsen, aber sie haben fast keine Maiskolben getragen. Und das hat dazu geführt, dass in Südafrika ein Ernteausfall von bis zu 80% zu verzeichnen war. Ja, ähnlich geht es ja auch mit der gentechnisch veränderten Baumwolle in Indien, dass da immense Ernteausfälle sind und das führt zu ganz, ganz vielen Selbstmorden bei den Bauern, weil dort ist es einfach immer noch eine Schande, seine Schulden nicht zurückzahlen zu können und deswegen bringen sich die kleinen Bauern um.
mit dem Erfolg, dass die Schulden nicht weg sind, sondern die Familie die Schulden nach wie vor hat und dieser Bauer seine Frau und seine Kinder alleine dastehen lässt, die dann eben irgendwie sehen müssen, wie sie klarkommen. Ja, am 19.05.2009 haben Ärzte der Amerikanischen Akademie für Umweltmedizin, AAEM abgekürzt, ein sofortiges Moratorium gefordert für die GVO-Nahrung. Die AAEM ist ein Verband, ein internationaler Verband von Ärzten und anderen Experten, die sich den klinischen Aspekten der Umweltgesundheit widmen. Und die sagen in ihrem Moratorium, GVO-Nahrungsmittel stellen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar im Bereich Toxikologie, also Giftigkeit, Toxikologie ist Vergiftung, Allergie und Immunfunktion, Fortpflanzungsmedizin, der metabolischen, also Stoffwechsel, physiologischen und genetischen Gesundheit. Soweit also aus diesem Moratorium. Ja, und sie stellen Forderungen auf, diese Ärzte. Sie fordern umgehend eine Langzeituntersuchung über die Sicherheit von GVO und eine Kennzeichnung. Ärzte sollen Patienten, Fachwelt und Öffentlichkeit auffordern, auf Gennahrung zu verzichten. Ärzte sollen bei jeglichem Krankheitsverlauf immer die GVO mit in Erwägung ziehen. Und es sollen zusätzliche unabhängige Langzeitstudien gemacht werden über die Rolle der GVO auf die Gesundheit. Ja, soweit dieses Moratorium der Ärzte. Trotzdem wird nichts gemacht. Im Tierversuch zeigen sich unter anderem Unfruchtbarkeit, eine Entgleisung des Immunsystems, eine beschleunigte Alterung, ein genetisches Entgleisen im Zusammenhang mit der Cholesterinsynthese, mit der Insulinsteuerung, mit der Zellkommunikation und in der Bildung von Eiweißen. Aus meiner Sicht beweist das ganz deutlich, dass dieses kleine Virusteilchen in unserem Körper, wenn wir gentechnisch veränderte Substanzen zu uns nehmen, weiterhin aktiv ist und auch in unserem Körper Veränderungen macht. Außerdem kommt es zu Veränderungen in der Leber, in den Nieren, in der Milz und im Magen-Darm-System. Außerdem zeigen weitere Studien, dass nicht weniger Pflanzenschutzmittel, sondern ganz im Gegenteil massiv viel mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden muss und diese Pflanzenschutzmittel auch um ein wesentliches giftiger sind wie diese normalen konventionellen, normal in Anführungsstrichen. Weil kein Nutzen der GVO erkennbar ist, hält es also diese Vereinigung, die AAEM, für geboten, das Vorsorgeprinzip anzuwenden. Ja. Was ist das Vorsorgeprinzip? Das Vorsorgeprinzip ist eins der wichtigsten, und zwar wirklich eins der wichtigsten Regulierungsinstrumente der Umwelt- und Gesundheitspolitik der Europäischen Union. Und es ist eine Grundlage von mehreren internationalen Vereinbarungen. Die am häufigsten zitierte Definition stammt aus der sogenannten Erklärung von Rio aus dem Jahr 1992. Ich zitiere hier mal. Dort steht, zum Schutze der Umwelt sollten Staaten nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten den Grundsatz der Vorsorge walten lassen. Wenn ernste oder gar irreversible Schäden drohen, dann dürfen kostengünstige Maßnahmen zum Schutz vor Umweltzerstörungen nicht wegen angeblich mangelnder
wissenschaftlicher Sicherheit aufgeschoben werden. Das heißt, es würde die EU eigentlich in jedem einzelnen Land in die Lage versetzen, zu sagen, bei uns kommt keine GVO rein. Ja, mittlerweile gibt es natürlich immer wieder neuere und immer mehr unabhängige Forschungsergebnisse, die wirklich eine ganz andere Sprache sprechen, wie diese substanzielle Gleichwertigkeit, die Bush Senior 1992 verfügt hat. Zum Beispiel eine Forschung unter der Leitung von Professor Andres Carrasco bestätigt das Auftreten von Missbildungen bei Embryos von Fröschen und Hühnern durch Glyphosat, und zwar schon bei Mengen, die weit, weit unterhalb der Einsatzmengen in der Landwirtschaft liegen. Des Weiteren hat die Studie festgestellt, dass die Missbildungen, die in dieser Studie aufgetreten sind, zu den Missbildungen passen, die bei Menschen auftreten, die während der Schwangerschaft diesem Stoff ausgesetzt waren. Für mich persönlich ist das Beweis genug. Ja, ein kleines Licht am Ende des Tunnels ist darin zu sehen, dass im November 2010 die INRA, das ist das europaweit größte Forschungsinstitut für Agrarwissenschaften in Paris, bekannt gegeben hat, dass es seine Forschung im Gebiet GVOs einstellt. Der Grund ist angeblich, dass die Menschen in Europa keine GVOs wollen. 2011 hat dann die BASF die Forschung bezüglich GVOs in Europa eingestellt. Sie haben das Ganze nach Amerika verlagert. Ja, das zeigt für mich eigentlich schon die Macht des Verbrauchers. Aber, und jetzt kommt wirklich ein ganz großes Aber, die GVOs sind auch in Europa heute schon überall in unserer Ernährung zu finden. Überall. In Deutschland muss nur die grüne Gentechnik ausgezeichnet werden. Und das betrifft wirklich die wenigsten Produkte. Ausnahmen sind alle tierische Produkte, Milch, Milchprodukte, Eier, Fleisch von Tieren, die mit GVO gefüttert werden. Und gerade die Untersuchungen vom Klöckner haben ja gezeigt, dass es da auch überall vorhanden ist. Dann Zutaten, die aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen gewonnen werden, also Hefe, Vitaminzusätze, Aromen, Süßstoffe und wirklich so vieles mehr. Das ist eine Liste, da könnte ich jetzt noch mehrere Tage drüber referieren. Die müssen nicht gekennzeichnet werden. Und auch das haben wir immer wieder, diesen kleinen Virus. Ja, und die Bestandteile von Zutaten im Produkt, die müssen auch nicht mehr gekennzeichnet werden. Das heißt, wenn also ein Lecithin, ein Sojalecithin aus gentechnisch veränderten Organismen gewonnen wird und dieses Lecithin wird dann in ein Produkt eingebracht, dann muss das nicht mehr gekennzeichnet werden, weil es ist ja nicht die Zutat, die gentechnisch verändert worden ist. Es ist nur ein Bestandteil der Zutat, der gentechnisch verändert worden ist. Also für mich sind es Scheunentore. Das ist also nicht nur ein kleiner Schlupfwinkel, das sind einfach nur Scheunentore. Im Endeffekt ist das, dass die grüne Gentechnik gekennzeichnet werden muss, ein kleines Feigenblatt, ein klitzekleines Feigenblatt, damit der Verbraucher beruhigt ist. Im Übrigen, alles, was mit diesem Kennzeichen EU-Bio ausgezeichnet ist, darf bis zu 1% GVO drinnen sein. Die Summe macht's natürlich. Ja, wie mächtig solche Konzerne wie Monsanto etc. sind und wie massiv sie ihre Interessen durchsetzen, das zeigt dagegen,
wiederum eine Veröffentlichung bei WikiLeaks Ende Dezember 2010. In diesen veröffentlichten Dokumenten sagt der frühere amerikanische Botschafter in Frankreich, Craig Stapleton, Folgendes. Ich zitiere wörtlich: Europa bewegt sich in dieser Frage rückwärts und nicht vorwärts. Und Frankreich spielt dabei zusammen mit Österreich, Italien und sogar der EU-Kommission eine führende Rolle. Im weiteren Verlauf spricht er: Vergeltungsmaßnahmen werden deutlich machen, dass die europäischen Interessen für das derzeitige Vorgehen einen Preis werden bezahlen müssen. Was wiederum dazu beitragen könnte, die Befürworter von Biotechnologien zu stärken. Weiter sagt er dann: Die Landesgruppe Paris schlägt vor, eine abgestimmte Liste möglicher Ziele für Vergeltungsmaßnahmen zu erarbeiten, die für die EU schmerzhaft wären, weil es sich hier um eine kollektive Verantwortung handelt. Zugleich sollte sie sich teilweise auf die schlimmsten Problemfälle konzentrieren. Die Liste sollte eher maßvoll als bösartig sein und über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden können, da mit einem raschen Sieg nicht zu rechnen ist. Wörtlich Craig Stapleton. Entschuldigung, für mich hört sich das ganz ähnlich an, wie das, was im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Terror gesagt worden ist. Als Liste für Ziele von militärischen Luftangriffen, die da zusammengestellt worden sind. Es hört sich auch wiederum ganz ähnlich an wie in dem Krieg im Iran, im Ersten und im Zweiten Krieg. Es wird gesprochen von einem raschen Sieg, mit dem nicht zu rechnen ist. Und wie jetzt gerade die Amerikaner ihre Freunde sehen und behandeln, das konnte man ja jetzt gerade wieder am Fall Snowden sehen. Der geht ja derzeit durch die Presse. Soweit, so gut. Was kann ich jetzt aber für mich tun, damit ich möglichst keine gentechnischen Veränderungen in meinem Körper habe? Also, Punkt 1, möglichst naturbelassene Lebensmittel kaufen von vertrauenswürdigen Kleinerzeugern aus der Region. Damit kann ich natürlich den Eintrag von GVO in meinen Körper schon mal minimieren. Ganz verhindern kann ich es mittlerweile leider nicht mehr. Und das zeigt mir ein Beispiel von einem Klienten von mir, der ganz extrem auf gentechnische Veränderungen in den Nahrungsmitteln reagiert. Er hat Kartoffeln gekauft bei einem absolut vertrauenswürdigen Biolandgärtner. Und diesen Gärtner kenne ich wirklich persönlich, dem vertraue ich blind, weil der noch nicht mal die im Biolandbau erlaubten Spritzmittel nutzt, sondern lieber eine ganze Kultur umlegt, bevor er da irgendetwas einsetzt. Ja, und der Klient von mir hatte Reaktionen, die üblichen Reaktionen, die er bei allem zeigt, wenn irgendwas gentechnisch Verändertes im Nahrungsmittel ist. Deswegen konnten wir da eben auch auf die Gentechnik zurückverfolgen. Anscheinend hat diese Kartoffeln der Wind mit GVO bestäubt. Und davor sind wir heute nicht gefeit. Und das kann wirklich niemand mehr verhindern. Ja, der zweite Punkt ist regelmäßige Entgiftung des gesamten Körpers. Und im Falle von Gentechnik empfehle ich persönlich jetzt hier zur Entgiftung, um den Virus aus dem Körper zu bringen, Niaoli. Niaoli ist im Bereich der ätherischen Öle das absolute Mittel der Wahl, wenn es um Virusgeschichten geht.
damit kann ich eben meinen Körper wirklich wunderbar unterstützen, dass ein Virus inaktiviert wird. Für die Leber als Unterstützung empfehle ich den Weihrauch. Weihrauch unterstützt die Leber bei der Entgiftung von diesen Pflanzenschutzmitteln, wie eben das Glyphosat und andere ähnliche Kaliber von Pflanzenschutzmitteln, dass eben hier die Leberzellen die Unterstützung haben, dass sie nicht ganz so sehr geschädigt werden und sich selbsttätig wieder selbst heilen können, wieder regenerieren können. Und als drittes, um diese Bestandteile, die dann eben in der Ernährung drinnen sind, ausscheiden zu können, empfehle ich den Koriander. Der Koriander fördert die Reinigung der Zellen und schwemmt solche Fremdstoffe wie eben GVO-Teile aus unserem Körper aus. Niaoli, ja, das ist eine Melaleuca-Art, ist eng verwandt mit dem Teebaum und kommt aus Australien. Alle diese drei ätherischen Öle empfehle ich, innerlich einzunehmen, und zwar jeweils einen Tropfen des ätherischen Öls und bitte, bitte nicht mehr als diesen einen Tropfen auf einen Liter heißes Wasser und das Ganze dann wie Tee trinken. Bitte schön abwechselnd, nicht alle drei Öle in ein und den gleichen Liter Wasser, sondern abwechselnd immer nur einen Tropfen, ein ätherisches Öl rein. Und da habe ich jetzt mir Folgendes gedacht. Ich habe speziell für den heutigen Abend ein Set aus diesen drei ätherischen Ölen zusammengestellt. Der Einzelpreis für diese Öle beträgt normalerweise 26 Euro. Im Set heute Abend nur 22 Euro für den, der es will. Ja, und da gibt es dann auch noch ein schönes kleines Säckchen dazu, das auch noch den Wert von einem Euro hat. Für die Zellentgiftung, ja. Mhm. Ja, damit bin ich jetzt schon am Ende meiner Ausführungen. Und zum Ende meiner Ausführungen will ich jetzt noch eine nette kleine Geschichte vorlesen, die zeigt, wie viel klüger die Tiere sind. Die Weisheit der Eichhörnchen. Die Geschichte habe ich im Internet gefunden. Jahrelang hatte ein im Ruhestand lebender Farmer in Iowa jeden Winter Eichhörnchen gefüttert, indem er draußen Maiskolben auslegte. In einem Jahr wollte er endlich wissen, ob den Eichhörnchen der BT-Mais oder der konventionelle Mais besser schmeckt. Er legte beide Varianten aus, etwa 7 Meter voneinander entfernt. Die Eichhörnchen fraßen die Körner von dem konventionellen Maiskolben, rührten den BT-Mais aber nicht an. Pflichtschuldigst legte der Farmer an der ersten Futterstelle neue konventionelle Kolben aus. Und auch sie waren bald wieder abgefressen, während der BT-Mais weiterhin verschmäht wurde. Den Farmer packte die Neugier. Was würden die Eichhörnchen tun, wenn es nur noch BT-Mais gäbe? Um das herauszufinden, legte er keinen konventionellen Mais mehr aus. Damals herrschte in Iowa gerade kältester Winter. Trotzdem rührte niemand den BT-Mais an. Die Eichhörnchen suchten sich ihr Futter anderswo. Nach ungefähr 10 Tagen knapperten sie schließlich von einem Kolben die Spitze ab. Das war alles. Dem Farmer taten die Tiere leid, so legte er wieder konventionellen Mais an die Futterstellen und prompt fraßen die Eichhörnchen wieder. Ich habe noch eine zweite Geschichte, die Weisheit der Rehe. Der Schriftsteller Steve Sprinkle beschrieb, wie eine Herde von etwa 40 Rehen auf einem Feld mit ökologisch angebauten Sojabohnen äste.
aber das auf der anderen Straßenseite gelegene Feld mit Roundup Ready Soja nicht anrührte. Auch die Waschbären wussten den Ökomais zu schätzen, während sie den BT-Mais auf einem anderen Feld in der Nähe verschmähten. Und sogar die Mäuse zeigten kein Interesse an den Genpflanzen, wenn es eine Alternative dazu gab. Das hat Steve Sprinkle geschrieben in When the Corn Hits the Fan am 18. September 1999. Die Tiere sind also doch